Und da wären wir wieder. Unser Roboter ist voll im Eimer. Ich gucke mich jetzt hier erstmal um, ob wir wieder was bekommen können, das wir gebrauchen könnten. Was ist das hier? Wasserflasche? Da, fress. Ja, frisst, Entschuldigung. Fresst das. Ist hier irgendwas drin? Was ist das? Elektronik leicht gemacht. Okay, mit einem rein. Bla 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 bla. Toll, damit können wir auch nichts anfangen, oder? Da sind ein paar Pläne. Auch uninteressant. Warte mal, wir haben ja jetzt einen Kartenlageplan. Damit können wir uns hier ein bisschen umgucken. So, Ballistiklabor, da könnten wir einfach auf jeden Fall mal reingucken. Sofern wir da drin nicht verbrennen. Okay, ich verstehe. Keine passende Schlüsselkarte. Oh. Alles klar, dahinter ist die Höhle gebrochen. Schauen wir mal, ob wir damit da hochkommen. Na toll. Wo war das jetzt zu reparieren? Ach, ganz woanders. Aber wir können hier rüber. Autsch. Eine Banane, noch eine Banane. Ballistiklabor. Was ist denn das? Recyclerladung. Okay, Recyclerladung. Wenn eine Recyclerladung explodiert, zerlegt sie molekulare Strukturen von Objekten in ihrer Nähe. Also es ist eine Granate anscheinend. Werfen oder sie an stationären Orten befestigen. Okay, und wie kommen wir jetzt da rein? Also Moment, ich will jetzt die gerade nicht unbedingt tragen. Munition haben wir wieder keine. Okay, Moment. So. Ach, okay, alles klar. Die Tür ist auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen entweder da drunter durch oder wieder da hoch. Okay. Glukanone. Toll. Okay, hat geklappt. Entriegeln. Oh, scheiße. Das ist uncool. Ballistiklabor, seien wir mal ruhig. Ich weiß nicht, ob solche von den Scheißviechern ausgebrochen sind. Kisten könnten wir tragen. Da ist Zeugs. Da ist noch mehr Zeugs. Weg damit, so. Neue Code lautet. Oh, den Ballistiktresor. Der neue Code lautet 2395. Wir brauchen uns den, glaube ich, nicht merken. Das? Oh, kaputte Laufwerke. Dann machen wir mal 2395. Super. Ich würde die am liebsten kaputt matschen. Das sind zwei E-Mails. Okay, schauen wir mal rein. So, unbekanntes Material. Lilly, während meines Tests der Recyclerladung ist etwas Eigenartiges passiert. Ich hatte das normale Ausgangsmaterial in die Kammer gelegt und die Ladung gezündet. Was dabei herauskam, war mir
war mir etwas vermischt, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Einer lilafarbenen, fast organischen wirkenden Substanz. Vielleicht war das Ausgangsmaterial mit irgendetwas kontaminiert. Ich weiß nicht. Oh oh. Wie ich weiter vorgehen soll. Also habe ich das unbekannte Material erstmal in den Tresor gelegt. Ah, okay. Okay. Lilly. Wie mir mitgeteilt wurde, benötigen Sie einen aktuellen Fabrikatorplan für die Recyclerladung. Rein zufällig habe ich noch einen Plan in meinem Quartier. Erinnern Sie mich vor der nächsten Schicht daran, dann bringe ich Sie Ihnen mit. Doktor irgendwas. So. Whiteboard könnten wir tragen, ist aber nicht relevant. Material. Material. Weg damit. Oh Gott, machen die Krach? Hallo. Naja, okay. Die scheinen da aktuell nicht rauszukommen. Da liegt noch mehr Kram rum. Juhu, Leben. Was ist das hier? Irgendein Grafikfehler. Nicht wirklich relevant. Recyclerladung. Granaten. Tag des Vorfalls, 21. Oktober 2034. Recyclerladung explodierte in Reichweite meines Fußes. Die organische Materie, die einst Teil von mir war, ist nun feinsäuberlich zu dieser Kugel komprimiert, die Sie vor sich sehen. Passen Sie gut drauf auf. Okay. Die Granaten saugt also diese Substanz einfach so ein. Dann gucken wir mal, können wir das jetzt öffnen? Kann man verschlossen, kann man öffnen. Aha, Recyclerladung auslösen. Gucken wir mal nach, was passiert. Okay, nicht schlecht. Jetzt wissen wir, wie die Granaten funktionieren. Hat den nicht gerade. Ach, das hat geblinkt. Sehr toll, direkt Teilchen. Exotisches Material. Gib mir den Rest auch. So, ich glaube, den Raum haben wir erstmal abgegrast. Hier gibt's doch das. Und was ist das? Steuerpanel. Für was? Oder muss das repariert werden? Ich könnte mal drauf rumhauen, mal gucken, ob es funktioniert. Alles klar, hier haben wir uns jetzt alles angeguckt. Hier haben wir schon... Mehr sehe ich jetzt auch nicht mehr. Ich meine, wir können jetzt weitergehen. Denke ich mal. So, da drüben kommen wir eh nicht mehr rein. Da haben wir reingeschaut. Hier haben wir noch nicht reingeschaut. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Das ist mir nicht geheuer, dass hier alles einfach so kaputt geht. Oh, wir haben ihn gar nicht gesammelt. Waffen-Upgrade. Psycho-Bla. Okay. Wir speichern mal schnell zwischen. Ups. Und dass wir mehr... Was ist das denn? Dass wir... Okay, wir könnten da durch. Ich schaue mich trotzdem einfach mal weiter hier um. Die Geräusche sind doch echt merkwürdig. Das kommt von oben, oder? Da können wir durch. Da kommen wir hoch. Hups. Aua, aua, aua. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn hier? Wichtig, melden Sie sich immer an, wenn Sie die Wartungskriechstollen durch den Zugangstunnel betreten.
und ich die Rohre repariert. Unerklärte Lichtflackern, bla bla bla. Im Notfallwartungskriegst Kriechstollen für die kleinen Zugangstunnel betreten, um Strom lokal abzuschalten. Mich anschließend sofort benachrichtigen. Oh, da ist ein Medikit. Mitgenommen und raus hier. So. Und was soll das hier sein? Ersatzteile? So, wird gespeichert. Einschalten. Wir haben den Strom ausgeschaltet. Oh. Damit ist es jetzt hier endgültig komplett dunkel. Aber wir kommen da durch. Das ist das Wichtige. Damit können wir auch nicht mehr die Aufzüge benutzen. Oh oh. Vielleicht war es jetzt nicht die beste Idee, hier gerade mal eben den Strom auszuschalten. Warte mal. Das ist echt eine doofe Idee. Ich will mich weiter umgucken. Wir müssen noch hoch. Einschalten. So. Zum... Okay. Okay. Wo ist es hin? Das war's nicht in Ordnung. Aber wir haben hier einen... Oh, wir haben da was. Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie... ist da drüben alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Und tot. Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. Ah, das war die Explosion da unten. So, wieder mal auf die Karte checken. Krankenstation, geh auf. Hier ist nichts los, aber wir haben einen Plan bekommen. Hm, toll. Ich mach mal kurz eben zu. So. Was ist das denn hier? Objekt benutzen? Beantrage neuen Operator. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Medizin-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Entspannen Sie sich. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Können wir uns jetzt jederzeit hier einfach heilen? Zwei weitere Medizinoperator übrig. Okay. Und was ist hier drin? Okay, das sieht so aus, als würden wir auf Gegner treffen. Oh Mann, diese Geräusche. Was sollen wir denn jetzt hier drin machen? Wo ist das Vieh hin? Irgendwo hier guckt es doch rum. Ah, hi. Mm. So. Okay, zermatscht. Ist nicht gerade leicht, die scheiß kleinen Viecher zu treffen. So, das war's jetzt aber dann auch. Hier ist sauber. Nein, hier ist nicht sauber!
Nein. Anzug wurde beschädigt. Okay, mein Anzug ist komplett hinüber. Wie können wir den Anzug denn reparieren? Warte mal, ich guck mal kurz in meinen Anzug-Dingster-Muster. Neuromod-Status. So. Dein Anzug kann keinen Schaden mehr absorbieren und sollte repariert werden. Benutze einen Anzug-Reparatur-Kit oder suche einen Technik-Operator auf. Haben wir denn sowas wie einen Anzug-Reparatur-Dingster-Bumster? Ja, verwenden. Ah! Okay. Haben wir wieder alles in die Rüstung reingestopft, so ein Mist. Kann der Roboter mich nochmal heilen? Wie oft kann er einen heilen? Ups. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medkit nicht heilen könnte. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. So, alles nice. Wieder gut. Nice. Den lasse ich mir hier einfach drin. Fragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. So, jetzt haben wir es ja irgendwie geschafft, hier durchzukommen und sind in der Werkstatt. Will ich überhaupt schon in die Werkstatt? Vielleicht soll ich mich erstmal an die Quest halten. Also wir haben gerade die Aufgabe, dass wir... Ja, was ist so eigentlich unsere Aufgabe? In die Werkstatt, ne? Neuromod-Status. Wie? Keiner aktive Status, bla? Notizen, Wartungsprotokoll, wichtig. Audiologs, bla bla bla, Pläne. Ach krass, wir haben irgendwie ein paar Pläne bekommen. Jetzt könnten wir Medikits und so her. Und Schrotpatronen. Okay. Ich weiß nicht, wann wir die bekommen haben, aber ist auch egal. Ziele. Da haben wir Ziele. Bellamys Leiche. Ja, im Traumazentrum. Okay. Da waren wir ja. Okay, gehen wir mal jetzt zu Alex. Ich will wissen, wie es weitergeht, sonst rennen wir die ganze Zeit ja nur untersuchend durch die Hallo. Gegend. Schön, Sie zu sehen. Mein Fehler. Diagnostiziere. Keine Traumata oder Krankheiten festgestellt. Ich kann leider nichts für Sie tun, außer Sie haben Interesse an medizinischem Wissen oder einem Witz. Ein Witz wäre doch super, aber ich sperre dich jetzt hier ein. Aber geht leider nicht. Theoretisch? Ach. So, vielleicht bleibt er ja drin. Alles klar, wir müssen runter. Hier oben könnten wir mal kurz reinschauen. Wow, okay. So, alles klar. Was ist denn hier oben überhaupt? Das Foyer. Okay, Direktor Thorsteins Büro. Ach scheiße, ist das jetzt dein Ernst? Fliegst du jetzt hier oben rum? Wo ist das kleine Kackvieh hin? Da. Okay, wir haben 9mm Munition und noch eine Rohrzange. Was soll ich mit der ganzen Rohrzange? Gehen die irgendwann mal kaputt? Ich wollte schon sagen, dann kann es doch jetzt dieser Reparaturroboter hier wieder reparieren, oder? Wo ist er? Hallo? Wo ist er hingefahren? Verarschen? Du düst jetzt unten rum? Na gut, jetzt haben wir eh schon den großen Raum gesäubert. Nein, hat jemand einen Glue? Schneemann gebaut.
So ein kleines Easter Egg, oder? So. Passwort haben wir noch nicht gefunden. Wir könnten es aber hacken. Hacken! Die Hackerfähigkeit ermöglicht hier Sicherheitssysteme, ähnlich wie in Bioshock also. Die K-Pads, Algen und blablabla, benutzt zum Hacken ein Systems L, um so schnell die Bitströme zu steuern und das Ziel zu erreichen. Ah, okay. Ich verstehe. Okay. Kriegen wir... Na, dann kriegen wir Schaden. Nice. Wir speichern einfach mal. So, das muss doch gehen. Okay, hacken erfolgreich. Wahnsinn. Dann gucken wir mal hier rein. Was haben wir da für eine tolle E-Mail? So. Sie haben gewonnen. Wer auch immer dem lieben Mr. Gluey McGlueface Arme spendiert hat, also die erste Schicht. Ich verbeuge mich vor Ihnen. Zuerst dachte ich, dass den Aal in Aspikhut nicht stoppen könnte, aber da habe ich mich geirrt. In Ihren großartigen Ideen mit den Händen aus Baseballhandschuhen komme ich einfach nicht ran. Freundlichen Grüßen, die unwürdige zweite Schicht. Okay. Hallo, hier noch einmal zur Erinnerung. Falls Sie Vorräte aus der Werkstatt brauchen, der Code ist, ja, wir haben Code erhalten. Lagerschrank lautet 80 bla bla bla, okay. Glutestergebnisse. Na, Glukanister, yeah! Die haben ja viel Spaß gehabt mit den Glukanonen. Wo ist der Roboter? Wo ist mein Heiler hingegangen? Ich glaube, er ist da unten zerbritzelt, leider. Ja, das sieht aus wie mein Heilbot. Mist. Ich hätte vorher Strom ausschalten sollen. Egal. Okay, da ist was. Was soll das darstellen? Eine Lampe? Ah, oh, sehr schöne TV-Sendung. So, Moment, da wir jetzt, wie gesagt, eh den Raum hier freigemacht haben, können wir auch gleich direkt alles hier aufsammeln. Was ist das? Big Bang Bom Bom. Was? Okay, mit dem Mimik habe ich nicht mehr gerechnet. Wir haben es also doch noch nicht gesäubert. Im Schrank ist nichts. Da und da auch nichts. Okay, schauen wir mal kurz auf den PC hier. Thaddeus, bitte halten Sie Fränken im Auge. Er verbringt zu viel Zeit mit persönlichen Projekten und Freizeitaktivitäten. Wir sind hier natürlich alles mehr Menschen, aber ich mache mir Sorgen, dass er versuchen könnte, mit den Antriebssystemen in unbefugte Bereiche vorzudringen. Okay. Haben Sie den verloren? Hi. Ein Gruß aus dem Frachtraum. Das soll, glaube ich, Gruß heißen. Egal. Aus dem Frachtraum hier. Ich habe in meiner Schicht etwas Seltsames in einem der rausgehenden Container entdeckt. Ich glaube, es ist ein Fabrikatorplan für ein Geschütz. Er lag in einem Haufen alter Kondensatorzellen, die zur Pythos-Einrichtung verschifft werden. Okay, da ist nichts drin. Da, neuer Code erhalten. Ja, sehr schön. Du hast eine Looking-Glass-Technologie zu präsentieren. Daher musst du das Büro längere Zeit verlassen. Bla, bla, bla. Okay, alles klar. So, gibt's denn hier denn nirgendwo mehr ein Lager oder sowas? Oh, da gibt's nur... Ach, den haben wir eben, ja. Wasser trinken. Ja, sehr nice. Okay, da könnten wir uns durchballern. So, das haben wir auch alles hinter uns. Hier ist noch so ein Kästchen. Nichts drin. Okay. So, Leute, dann werden wir in der nächsten Folge, denke ich mal, wirklich versuchen, da unten zur Hauptstory weiterzugehen. Denn jetzt haben wir wirklich hier alles abgesucht. Und ich meine, das Spiel wird uns wahrscheinlich noch früh genug durch all diese Räume lotsen, denke ich mal. Wenn nicht, dann können wir es immer noch nachträglich nachsuchen. Also hier erst einmal Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.